Am 6. Juni 1944, dem D-Day, fand eine bedeutende Militäroperation des Zweiten Weltkriegs statt, die Landung der Alliierten in der Normandie. Eine der am stärksten umkämpften Abschnitte war Omaha Beach, insbesondere der Bereich Easy Red. Hier befand sich das Widerstandsnest 62, auch WN-62 genannt. Eine deutsche Verteidigungsstellung, die von Heinrich Severloh und anderen Soldaten verteidigt wurde. Heinrich Severloh, auch bekannt als die Bestie von Omaha, war ein deutscher Soldat der 352. Infanteriedivision. Er war mit einem MG-42 Maschinengewehr und zwei Karabiner 98K Gewehren bewaffnet. Am D-Day feuerte er etwa 12.000 Schuss mit seinem Maschinengewehr und 400 Schuss mit den Gewehren ab. Experten schätzten, dass er dabei zwischen 2.000 und 2.500 amerikanische Soldaten getötet oder verwundet haben soll. Das Widerstandsnest 62 war strategisch günstig auf einer Anhöhe platziert und bot einen hervorragenden Überblick über den Strand. Es war mit mehreren Maschinengewehren, Panzerabwehrkanonen, Mörsern und auch Flammenwerfer ausgestattet. Die deutschen Verteidiger, darunter auch der 19-jährige Franz Gockel, leisteten erbitterten Widerstand. Die amerikanischen Truppen, die am Omaha Beach landeten, gehörten zur 1. und zur 29. Infanteriedivision. Sie standen unter schwerem Beschuss und erlitten höchste Verluste. Dennoch gelang es ihnen, die deutschen Verteidigungslinien zu durchbrechen und einen Brückenkopf zu errichten. Severloh selbst wurde im Verlauf des Tages verwundet und zog sich mit seinen Kameraden ins nahegelegene Dorf Colville zurück. Dort wurde er von amerikanischen Soldaten gefangen genommen. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück und hat sich sehr stark zurückgezogen bis zu seinem Tod im Jahre 2006. Die Geschichte von Heinrich Severloh und dem Widerstandsnest 62 ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Brutalität und das Leid des Krieges. Sie zeigt aber auch den Mut und die Entschlossenheit der Soldaten auf beiden Seiten. Heute erinnert ein Denkmal am Omaha Beach an die Opfer und die Ereignisse des D-Days. So, herzlich willkommen zurück. Heute ist unser letzter Tag in der Normandie. Heute Abend geht es leider schon wieder nach Hause. Die letzten Tage gingen echt schnell vorbei. Wir haben eine Menge gesehen und heute schauen wir uns nochmal den sogenannten Omaha Beach an. Man sagt auch dazu Bloody Omaha. Oben gibt es ein Widerstandsnest 62, wo Heinrich Severloh stationiert war. Und laut Wikipedia-Angaben hat er 15.000 Schuss über sein schweres Maschinengewehr auf die alliierten Luftlandetruppen abgegeben, plus nochmal 300 Schuss über seinen Karabiner. Er selbst von sich hat behauptet, wie viel abgeschossen zu haben? Ich glaube, jeder dritte Schuss hat auf jeden Fall gesessen. Angeblich soll jeder dritte Schuss getroffen haben. Das wären mindestens mal 5.000 Tote oder Verwundete. Viele Quellen bezweifeln das. Ich weiß es leider selber nicht. Wahrscheinlich wird man es auch nie herausfinden. Sein Widerstandsnest, sein MG-Nest werden wir uns jetzt anschauen. Danach werden wir die Drohne einmal über den Omaha Beach fliegen lassen. Danach fahren wir weiter zu Point du Hoc. Und dann gucken wir uns vielleicht noch die Medic Church an. Auf dem Rückweg nach Deutschland auf jeden Fall noch einen Tigerpanzer. Also heute wird es auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Seid also gespannt und viel Spaß in diesem Video. Hier habt ihr einen wunderbaren Blick über den Omaha Beach. Und heute sieht er natürlich sehr friedlich aus. Aber damals müsst ihr euch vorstellen, dass hunderte Fahrzeuge, Tausende von Menschen, Zehntausende von Menschen, so 20.000 bis 30.000 Soldaten sind pro Strandabschnitt angekommen und dann wurden die Straßen, wo wir gerade runtergekommen sind, genutzt, um Mensch und Material an die Front zu bringen. Also wir sind noch nicht an seiner Position angekommen, aber hier gibt es schon eine MG-Position, ein Widerstandsnest. Und ihr seht, das sind rudimentäre Bunker und Laufgräben. Und von hier aus hatte man aber ein sehr gutes Schussfeld in Richtung des Strandes. Schaut hier, gibt es weitere Stellungen, nach 80 Jahren immer noch vorhanden.
Und man hatte hier, ich zeige euch das, präsentiere euch das mal, hier eine Stellung. Und von hier aus hatte man eine exponierte Lage. Ihr seht das, auf den Strand. Und man selber war in einem sehr vorteilhaften, in einer sehr vorteilhaften Deckung. Von hier aus kann man ziemlich gut erkennen, dass es nicht nur eine Schützenreihe gab, sondern dass diese gesamte Anhöhe, wo wir uns gerade befinden, aus mehreren Verteidigungsgräben, selbst da hinten ist noch ein Verteidigungsgraben, bedeutet, man hat hier wirklich tief gestaffelt, die Alliierten wieder ins Meer treiben wollen. Und wir gucken gerade, vielleicht ist das hier dieses Widerstandsnest, wo Heinrich Severlo damals gegen die Alliierten gekämpft hat. Und schaut mal, selbst wenn es das nicht ist, das werden wir gleich herausfinden. Von hier aus hatte man wirklich ein perfektes Schussfeld auf den gesamten Strandabschnitt. Nach links, nach rechts. Und interessant, was wir bisher jedes Mal festgestellt haben. Die Alliierten hatten ja ein riesiges Bombardement mit Bombern und Jagdbombern durchgeführt. Und auch die Kriegsschiffe, die hatten ja mit ihren teilweise 30 cm Kanonen hier permanent die Stellungen beschossen. Und kaum Stellungen sind überhaupt getroffen worden. Das bedeutet, es ist total ineffektiv gewesen. Obwohl man die Lage der Bunker damals kannte, es gab ja Luftaufklärung. Für mich unvorstellbar, wie das zustande gekommen ist. Leute, habt ihr mal einen Überblick, wie groß so ein Widerstandsnest tatsächlich ist. Das besteht aus verschiedenen Grabensystemen mit offenen, teils betonierten Stellungen. Gehört auch Artillerie dazu. Das Gute ist, wir haben hier auf jeden Fall eine Legende, die werde ich euch auf jeden Fall einblenden. Habe ich gerade abfotografiert. Und die Nummer 14 ist die offene Stellung von Heinrich Severlo und die versuchen wir jetzt zu finden. Runter? Ja, so, wir haben uns noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ferenc hat noch mal ein bisschen recherchiert. Also es waren 12.000 Schuss. Es gibt also unterschiedliche Quellenangaben. Und wie viele Karabiner? 200. Mit einem Kollegen zusammen hatte er noch, er und ein anderer Schütze hatten noch 400 Schuss. Also in Summe 400 Karabiner. Gibt, wie gesagt, unterschiedliche Quellenangaben. Deswegen seht es uns nach, wenn die nicht 100% treffen oder eure Informationen treffen. Und so 100% auch von der Zeichnung hier von der Legende wird nicht ganz klar, wo er gestanden hat, wo er wirklich gestanden hat. Es könnte sein, dass er da unten war. Könnte aber auch sehr gut sein, dass er da war. In Summe ist es aber irgendwo hier in diesem Bereich gewesen. Und ich zeige euch nochmal das Schussfeld, welches er hatte. Hier sind ja knapp 30.000 Soldaten nach und nach angelandet. Bedeutet, er hatte also ein perfektes Schussfeld hier über diesen Strandabschnitt. Gehen wir mal davon aus, dass 12.000 MG-Schüsse plus 200 Karabiner. Und da hatte er natürlich, ja, gehen wir mal davon aus, schlecht gerechnet, jeder 10. Treffer saß. Dann ist es einfache Mathematik, wie viele Menschen er damals vielleicht mutmaßlich erschossen hat. Genau wissen wir es, glaube ich, werden wir es nie erfahren. Aber ja. Und das in einer offenen Stellung, Leute. Also der war ja nicht irgendwie verbunkert oder geschützt, sondern er war unter freiem Himmel. Es ist aus meiner Sicht völlig surreal. Ich kann es nicht begreifen, kann es nicht verstehen. Also es ist auf jeden Fall krass, hier zu stehen und das mit eigenen Augen zu sehen. Also meine Freunde, wir befinden uns immer noch am Widerstandsnest 62 und wir versuchen gerade die Geschehnisse irgendwie zu begreifen, die hier vor 80 Jahren stattgefunden haben, aber das ist unmöglich. Was die Leute damals bewegt haben muss, was Heinrich Severlo bewegt haben muss, ich glaube, das ist für uns einfach nicht nachvollziehbar. Ich werde euch aber trotzdem mal ein paar Fakten aus dem Internet vorlesen, damit ihr ein bisschen begreift, was hier damals passiert ist. Also das Widerstandsnest 62 war ein bedeutender Verteidigungspunkt der Deutschen während des D-Days und Teil des Atlantikswalls an der Küste der Normandie. Es befand sich etwa einen Kilometer nördlich von Colville zum Meer auf einer Erhebung aus Kalkstein und bot einen guten Überblick über den Strand. Habt ihr auch gerade gesehen.
Am 6. Juni, also am Tag des D-Days, der alliierten Landung, gab es durch das Widerstandsnest 62 enorme Verluste bei den US-amerikanischen Landungstruppen. Und die Lage des Widerstandsnestes macht es möglich, den Landungsabschnitt der Easy Red und der Fox Green zu überwachen und zu beschießen. Und interessant und eine Besonderheit war, dass der Soldat Heinrich Seberlo aus dem Widerstandsnest 62 mit seinem Maschinengewehr agierte und eine große Zahl, die nicht weiter tituliert wird, US-amerikanischer Soldaten getötet hat. Und heute ist das ein Museum und folgende Bewaffnung war hier eingebaut. Zwei erbeutete tschechische 7,65 cm Geschütze, zwei 5 cm Panzerabwehrkanonen, zwei leichte Granatwerfer Kaliber 50, zwei erbeutete wassergekühlte polnische Maschinengewehre, ein gewöhnliches MG34, das hatte er auch, glaube ich, oder? Oder hatte er das 42? Ein Zwillings MG34 zur Tieffliegerabwehr, das ist hier links hinter uns verbaut gewesen. Ein MG42 in offener Feldstellung, das könnte es gewesen sein. Ja. Ein MG42 auf einer Drehlafette in einem Unterstand. Zusätzlich gab es einen Artilleriebeobachtungsbunker und zwei ortsfeste Flammenwerfer. Perfide. Unglaublich, stellt euch mal vor, ihr lauft in so eine Flammenwerferfalle und werdet dann gegrillt. Ich muss mal kurz abbrechen. Im Vorfeld habt ihr mal in dem Museum vielleicht in den Teilen davor gesehen, waren hier verschiedene Hindernisse am Strand aufgebaut, Landminen. Also es ist tatsächlich die SD-Karte mal wieder voll. Also auf 8 Kilometer? Auf 8 Kilometer gab es an dem Tag 2400 Tote. Also auf 8 Kilometer Strand, die können wir auch ziemlich gut erkennen, gab es über 2400 Tote. Und nur 41 deutsche Soldaten haben diesen Strandabschnitt, dieses Widerstandsnest, bewacht. Und ich zeige euch jetzt mal die 8 Kilometer. Da hinten. Bis da hinten. Das sind ungefähr 8 Kilometer. Das, was wir da hinten noch erkennen können. Und da gab es 2400 Tote. Man hat auch gesagt, dass der Ozean blutgetränkt war. Und der Strand auch. Ja, schaut mal hier. Ist eine verbunkerte Kasematte und die hat auf jeden Fall einige Kampfspuren abbekommen. Der Tier leicht schräg auf den Strand schießen können, hat aber auch verschiedenen anderen Kasematten Deckung geben können. Und hier wurde auf jeden Fall gut drauf geschossen, aber eher mit kleineren Kalibern. Ups, ja, danke. Und hier. Und man hat zwecks Tarnung sogar hier innen Strukturen aufgebracht und hier wurde die Kanone auf jeden Fall getroffen und höchstwahrscheinlich auch kampfunschädlich gemacht. Bonjour, bonjour, Monsieur, Madame, wir sind zurück und zwar sind wir jetzt 10 Kilometer ungefähr gefahren und hinter uns ist die Batterie Chris Beck, die Chris Beck. Und Ticket habe ich schon geholt, 10,50 Euro. Ich war schon mal vor, keine Ahnung, 10 Jahren hier. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ich schlage vor, wir gehen mal rein. Hunde sind übrigens erlaubt. So, und das hier erwartet euch gleich. So, hier geht es direkt an einem Tschechen-Igel vorbei. Da vorne ist ein Beobachtungsturm. Sieht ein bisschen aus wie in einem Konzentrationslager. Und schaut mal hier. Gehen wir direkt schon in den ersten Bunker. Und ist er das? Ist er das? Nee, ist er nicht. Nee. Komm rein. Wie? Diego hat, glaube ich, keinen Bock mehr auf Bunker. Der hat jetzt schon genug gesehen. So, was sehen wir hier? Schau mal hier, ist auf jeden Fall nach 1940, weil Gasschleuse. Und schau mal hier, die Tür wurde rausgesprengt. Hier sehen wir auf jeden Fall noch richtig viele Kampfspuren. Auch hier. Überall. Hat man rausgenommen.
Wahrscheinlich, weil man Stahl brauchte. Oh, guck mal hier die Tür. Taschenlampe hast du nicht bei, ne? Leider nein. Aber warte, hey. Ah ja. Ah, die hat auf jeden Fall gut was mitgekriegt. Da ist was vor explodiert. Ja. Krass. So, hier sehen wir ein Diorama. Und das wissen viele gar nicht, die Bunker waren damals mit Holz ausgekleidet, damit man es ein bisschen wohnlicher hatte. Ansonsten der nackte Beton nicht so gut organisiert hat. Und da stand Typ 622 übrigens. Das hat mich gerade auf was aufmerksam gemacht. Schau mal hier, die gesamte Decke. Also hier hat es auf jeden Fall krass. Also gab es eine krasse Explosion. Und da haben wir einen Raum. Also zwei Kampfkunden konnten hier unterkommen. Die haben hier gelebt, geschlafen. Und hier war anscheinend die Explosion. Schau mal, die Wand. Ja, ich auch schon mal. Und guck mal, das Riesenrad. Wahrscheinlich von einer Haubitze oder so, ne? Ja. Artillerie. Eine kleine Lorenbahn für die Munition. Und da hinten stehen, glaube ich, ein paar Kartuschen oder so. Ich kann es nicht genau erkennen. Warte. Da kommen wir her. Hier gibt es einen Turbo-MG-Stand für die Nahverteidigung. Und wir gehen hier weiter bei bestem Wetter. Hier wieder ein zweiter Gruppenunterstand, Typ 622. Boah. Boah, sagt er noch. Komm, lieber. Das ist der mit dem Einschlag. Ah ja. Genau. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Von einem Schiffsgeschütz gibt es nämlich hier einen riesigen Einschlag. Und schaut mal hier, die Explosion hat natürlich auch rückwirkend ordentlich Schaden angerichtet. So, hören uns mal ein paar Fotos. Dann nutzen wir die Gelegenheit hier uns einmal umzuschauen. Das Licht ist hier drin leider nicht ganz so toll. Auch ganz alte Energiesparlampen. Schaut mal, man hat das regelrecht freilegen müssen, auch trockenlegen müssen, weil das über die Jahre in Vergessenheit geraten ist. Und hat dann dabei einige Bodenschätze auch, also Relikte, gefunden. Und schaut mal hier, gibt es einige Fotos noch. 2016. Nicht schlecht. Und hier ist das richtig eingeschlagen, das Ding. Ja. Also was für ein Zufall, ne? Ja. Direkt hier durch den Eingang eingeschlagen. Hier nochmal der Blick in den Bunker mit dieser riesigen Explosion, mit dem Granateneinschlag. Der ist bestimmt ein Meter mal ein Meter. Ja. Und schau mal hier. Granate. 105 mm. Was erst eine 200er anrichtet, die wir gestern gesehen haben, ne? Also 150er war das. Also der hat die Treppe gestreift. Ah ja. Steht da. Hammer. Ohne sie zu zerstören. Wahrscheinlich genau hier drin. Ach, oben. Würde ich fast sagen. Ja, oben. Ja, macht ja nur, das macht Sinn, ne? Weil unten, wie soll er dann hier einschlagen? Weil du kannst, hast ja nur die Einschlagschneise hier. Oder der ist abgeprallt. Auf dem Boden. Guck mal, das ist ja hier. Aber dann wäre ja hier irgendwas zu sehen. Schau mal, stell dich mal daneben. Direkt. Ich kann ja dahinter gehen. Noch weiter. Ja, das ist schon ein krasser Größenvergleich. Danke dir. Boah. Ich gehe gerade durch dein altes Tunnelsystem. Ich glaube, es ist nachträglich angelegt worden. Und da vorne kommt das Originale. Ja, hier ist Originalbeton.
hier. Aber hier hat der Beton standgehalten, ne? Ja. Mal gucken, vielleicht findet der was darüber. Hier vorne haben wir eine Eingangsverteidigung. Gucken wir uns den Buckel erstmal von außen an. Ah, das war's schon. MG Tobuk. Und hier war damals alles voller Minen und Stacheldrahtverhau. Wir gehen natürlich auch rein. Leitstand L410 für Flugabwehrkanone. Sind wir gerade drin. Und hier wurden die Koordinaten durchgegeben und ermittelt und an die Flugabwehrkanone weitergegeben. Und schaut mal, der Fußbodenbelag ist noch original. Und hier gibt es verschiedene Bilder vom Bau der Batterie, die Griesbeck. Und schaut mal, so große Kanonen waren am Atlantikwall eingesetzt. Und man hat die Bunker teilweise wie Wohnhäuser angestrichen, selbst eine Katze hat man dran gemalt. Und das, was wir gerade draußen gesehen haben, scheint noch original zu sein. Und man hat die veredelt, als ob die Steine wären. Guck mal, das könnte Vespa sein, ne? Die 333. Da hat man sich. Zumindest ist die gleiche Luxus. Ja, ach guck mal, hier hat man sich richtig Mühe gegeben, eine Artillerieleitstand komplett ins Haus zu tarnen. Und ich dachte, das wäre eine Idee der Schweizer. Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Die Deutschen. Die Deutschen, genau. Wer macht Kraftstofffässer? Generator. Und hier Schattenverteidigung. Warte, wenn man hier drin ist, ist man zwar gut geschützt, aber das bringt einem ja nichts. Wenn draußen der Feind ist, lieber ergeben, oder? Die ist original von damals, von dem Leitstand, die auch hier drauf war. Also für so eine kleine Kanone, so ein Leitstand, fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Aber vielleicht war der Leitstand auch für alle Kanonen hier. Für die Flugabwehr. Ja. 1942 steht hinten drauf. Dies. Schaut mal. Das ganze Gelände, da hinten ist der Strand. Da ist alles Strand. Da ist auch noch eine Kanone, die werden wir uns auch noch angucken. Also wird auf jeden Fall noch spannend. Hier ist noch ein Emblem drauf. Ja, und schau mal, wie klein. 2 Zentimeter, oder? 3,7, oder? Kann auch sein. Hier nochmal der Blick zurück auf die offene Stellung. Also wir gehen davon aus, dass man die Kanone nachträglich dahingesetzt hat, damit man etwas ausstellen kann. Und hier haben wir weitere Bunker. Und da ist der Weg runter. Dies hier ist eine Granatenfalle. Der Angreifer dachte, dass er dort eine Granate in den Bunker werfen kann. Aber die Granate kam unten raus und hat den dann selber verletzt. Leute, der scheint auch einen wegbekommen zu haben. Schaut mal, hier sind die Bunkerwände richtig aufgeplatzt. Schauen wir uns doch mal an, ne? Tina. Da drin läuft Musik, das bedeutet, wir werden Probleme mit der Urheberrecht, mit dem Urheberrecht bekommen, deswegen werde ich jetzt mal Musik für euch einspielen.
Aber den Grund für die Explosion konnte man drin nicht erkennen. Vielleicht ist die Granate oben eingeschlagen. Mal gucken. Sieht ja spannend aus. Ja, das sind diese Eisenbahnbleche, die wir auch aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Das sieht aufregend aus, Leute. Sehr, sehr dunkel hier, aber die DJI kriegt das hin. Küche. Also, es war ja bis zum D-Day relativ langweilig hier. Ja, wie Urlaub, sagt Ferenc gerade. Munitionsunterstand Typ 134. Von 40 bis 44 war er lang. Genau. Also natürlich gab es auch immer mal wieder Luftaufklärung, die abgeschossen werden konnte. Es gab die vorgetäuschte oder die Übung der Landung, die dem D-Day vorausging. Es gab Bombardierungen. Man hat sich mit den großen Batterien auch Schusssalven, also man hat quasi sich selber immer beschossen. Winnie Pooh, also Winnie und Pooh war ja eine große Batterie der Engländer an der Kanalküste auf der englischen Seite. Hier Batterie Chris Beck oder Batterie Todd und so weiter. Und deswegen ganz langweilig war es natürlich nicht. Und man hat natürlich auch mal viel geübt. Schau mal hier auch wieder. Gab es anscheinend einen richtigen Treffer. Aber im Vergleich zu Stalingrad oder war es hier natürlich der Urlaub. So, Typ 621. Und ich lese euch mal vor. Auf dieser Krankenstation fand die Erstversorgung von Verwundeten statt. Für den Fall eines Gasangriffes war in jedem Unterstand ein Lüfter vorhanden, mit dessen Hilfe die Luft im Unterstand gefiltert und ein Überdruck erzeugt werden konnte. Die 200 Kilo schwere Tür dichtete den Bunker gegen Gase ab. Die medizinischen Geräte sowie die Flaschen mit Medikamenten, die sich hinter dem Fenster befinden, wurden bei der Freilegung der Anlage gefunden, also Bodenfunde. Dank solcher Fundstücke konnten die Funktion der einzelnen Unterstände anhand der historischen Aufzeichnung über die Batterie vollzogen oder nachvollzogen werden. Wow. Also, hier sind wir in der Sanitätsabteilung und das sind alles Originalrelikte, Leute, die hier liegen. Die Fläschchen und so weiter. Crazy. Oh, 200 Kilo wiegen die Türen. Ich glaube, das ist sogar original, das Kreuz. So, da vorne finden wir einen 4 cm Bofors. Und während des 75. Anniversary war hier ein Reenactment. Da hat ein Stuck gegen Stackhorn gekämpft und ganz viele Schauspieler haben hier quasi den Kampf um die Batterie nachgestellt. Und ich habe mir gerade ein paar Fotos angeguckt. Die gesamte Anlage war komplett übererdet. Das ist echt krass. So, genau. 40 mm Bofors. 1940 während des Blitzkriegs von der deutschen Wehrmacht erbeutet. Und 120 Schuss in der Minute konnte die abfeuern. Und wurde hier auch eingesetzt, um feindliche Flieger abzuwehren. Mit dem rechten Fuß hat man die Schussfolge betätigt und hiermit konnte man die Höhe oder die Seite verändern und der gegenüberliegende dann entweder die Höhe oder die Seite. Und ein eingespieltes Team konnte damit gut Flugzeuge runterholen und 160 Schuss die Minute, maximale Kadenz, und ich glaube, danach war man auch taub. Tobruk, interessant, stand da was?
Ach, okay. Dann lese ich das gleich mal für dich vor. Spannend, weil der normale Turbok hat ja kein... wie nennt man das? Keine... Wie nennt man das obendrauf? Eine Luke, ne? Das ist eine Luke. Ringstellung. Guck mal hier. Das war eine richtige Luke und der hat einen abgekriegt. Und hier hinten auch. Und hier auch. Ob das die Originalposition ist? Gucken wir mal, was hier steht. Weil das ist auf jeden Fall nicht normal. Also über den Beobachtungsstand konnte über nicht abhörbare optische Signale Kontakt mit dem oberhalb von Queenville gelegenen benachbarten Dorf Kontakt aufgenommen werden. Dort befand sich ein Wachposten. Solche Beobachtungsstände werden auch Tobruk genannt. Der Name leitet sich von der libyschen Hafenstadt Tobruk im Grenzgebiet von Ägypten ab, die zur Zeit des Römischen Reiches als Festung zum Schutz der Grenze diente. Genauere Definition: kleine, eingegrabene, nach oben offene deutsche Befestigungsbauten, die in der Regel als Maschinengewehrnester fungierten. Diese Art von Befestigungsbauten finden sich fast überall entlang des Atlantiks, weil unterhalb befindet sich ein Unterstand, in dem die Soldaten sich im Falle eines Luftangriffes flüchten konnten. Und den seht ihr genau da. Also, normal ist das hier nicht. Normalerweise gibt es hier keine Luke. Und hier hat auf jeden Fall einer hingemacht. Bäh. Leute, es geht direkt weiter. Auch wieder eine offene Stellung. Sieht aus wie ein erbeutetes Geschütz. So, die Fächer übrigens, da waren die Munition drin. Und hier stehen sogar noch die Hülsen. Schaut mal, originale Relikte aus der damaligen Zeit. Nicht schlecht. Also, ist auch wieder ein Beutefahrzeug, spanisch, 105 mm. Wurde von der Wehrmacht auch erbeutet und hier dann eingesetzt. Das hat man häufig getan, um einfach auch selber nicht so viel Material einsetzen zu müssen. Teilweise hatten sie natürlich das Problem, dass sie nicht genug Munition hatten, weil es halt Beutefahrzeuge bzw. Beutewaffen waren. Und die Munition war ja nicht kompatibel mit der eigenen. Deswegen gab es halt Schwierigkeiten mit der Nachversorgung. Und damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie das damals so war. Hier hat man die dann reingeschoben. Natürlich war vorne noch die Granate dran. Dann hat man den Verschluss verschlossen. Den Verschluss finden wir nicht mal. Die ist demilitarisiert. Dann wurde das verschlossen und dann hat man irgendwo einen Griff gehabt. Da hat man daran gezogen und dann hat die Waffe abgeschossen. Und dann hat man den Verschluss wieder geöffnet. Und ihr seht auch hier, die ist demilitarisiert, die ist geschweißt hier. Dann kam die raus und dann wurde direkt wieder eine nachgeschoben. Und dadurch, dass wir hier eine Ringstellung haben, war die Waffe auch fest montiert. Der Rückstoß war dann nicht so heftig. Und es gab ja auch hier diese Gasdruckdämpfer, also die Öldämpfer hier. Da sieht man die. Und die haben dazu beigetragen, dass die Waffe nicht jedes Mal neu ausgerichtet werden musste. Wie die alten, zum Beispiel auf Schiffe vom Mittelalter, beziehungsweise, wann war das nochmal, wo die so Segelschiffe waren? Hier, Zeiten von Kolumbus und so weiter, genau. Da musste die Kanone jedes Mal neu ausgerichtet werden, weil die halt nach hinten gehuscht ist. Das war hier nicht der Fall. Selbst wenn sie in ein Feld montiert wurde, gab es hier diese Schaufeln, die haben sich fest in den Boden eingegraben und dadurch hatte man wenig Rückstoß. Und man konnte schnell hintereinander eine Schussfolge verwirklichen und die Treffergenauigkeit war sehr hoch. Wir haben gerade kurz darüber nachgedacht, wie schön es ist hier. Und ja, auch für die ganze Familie ist es ja, man betätigt sich, das Umfeld ist relativ groß, bedeutet man hat Bewegung, man kann den Hund mitnehmen und kann noch was über die Geschichte dieser Batterie und des D-Days erfahren. Und hier finden wir eine russische 122 mm Kanone, auch von der Wehrmacht erobert, allerdings diesmal in Russland 1942 und wurde in Frankreich eingesetzt. Gewicht 3,3 Tonnen, 12 Kilometer Reichweite und Mündungsgeschwindigkeit
515 Meter die Sekunde. Schaut mal die riesigen Reifen. Also wurde nicht hier eingesetzt, sondern wurde im Frankreich-Feldzug eingesetzt. Man hat sie anscheinend, ähnlich wie andere Waffen, hier im Nachgang aufdrapiert. Aber 100% kann ich es euch nicht sagen, weil es nicht steht. Beziehungsweise nicht korrekt wiedergegeben wurde. Hier konnte man sich im Fall eines Luftangriffes in Sicherheit bringen. Und wie gesagt, da unten war die Munition drin. So, auch wieder hier ein Grabensystem, so wie das aussieht, oder Zugang zu einem Bunker. Ich bin gespannt. Zugang zu einem Bunker. So, Munitionsunterstand Typ 134. Zwei Munitionsräume. Schau mal, hier hat man auch Munition eingelagert. Hier wahrscheinlich auch. Also, wenn 1942 die Kanone erbeutet wurde, da war der Frankreich-Feldzug ja schon vorbei, also wird die wahrscheinlich hier eingesetzt worden sein. Oder halt im rückwärtigen Kampf wurde sie eingesetzt, als die Deutschen Frankreich nach dem D-Day verlassen mussten. Also beides möglich. Das ist mal ein Kaliber. Das ist mal ein Kaliber. Was meinst du, 150 oder 120? 130, das ist nichts Deutsches, oder? Typ Chacal, französischer Chasseur, der 1940 in Ambleteus versenkt wurde. Dessen Kanone wurde von der deutschen Wehrmacht geborgen und zur Küstenverteidigung auf Bettungen auf Land installiert. Genau, 130 mm hatten die Deutschen meines Erachtens auch nicht. Und schaut mal, das ist schon ein Brecher. Und das Ding lag auf dem Boden des Ozeans oder des Meeres. Und man hat es dann geborgen und dann hier eingesetzt. Schon cool. Und da nochmal der Blick auf die anderen beiden Kanonen. Und da geht es gleich lang. Und da, oh, da kommt noch richtig was auf uns zu, Leute. Das wird gut. Sieht mir fast nach einer 8.8 aus, aber könnte auch eine kleinere sein. Sehen wir gleich, wenn wir näher rankommen. Ist keine 8.8, oder? Doch, ist eine 8.8. Ja. Kollege, was machst du da? Diego? Wir wissen ja, wieder runterkommen. Komm mal hier. Komm mal zurück. Also, ist eine deutsche 8.8. Und Bettung für eine 150 mm Kanone. In der Nähe befindet sich ein Beobachtungsturm, der den höchsten Punkt der Batterie markiert und von dem damals die Küste beobachtet konnte. Selbst das Point du Hoc konnte überwacht werden. Hier bietet sich eine außergewöhnliche Panorama, das gleichzeitig einen großen Vorteil der Batterie Crisbeck ausmachte. Aufgrund der schweren Artillerie verfügt die Batterie von Crisbeck über eine höhere Kampfkraft als die defensiv ausgelegte Batterie von Utah Beach, die unter dem Kommando von Oberleutnant zu See Walter Ohmsen stehende deutsche Stellung leistete den Alliierten vom 6. bis zum 11. Juni erbitterten Widerstand. Bisschen schwierig geschrieben, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Und hier, der Bunker hat auf jeden Fall an mitgekriegt. Leute. Und hier liegt noch Kabel drin. Ja, das ist schon unvorstellbar. Das ist wirklich alles unvorstellbar.
Landläufig war ja der D-Day irgendwie am 6. vorbei, gefühlt. Ne? Also gab auch einige Strandabschnitte, wo das relativ schnell ging, aber Utah und Omaha, man sagt ja auch Bloody Omaha, da gingen die Kämpfe dann deutlich weiter. Und ursprünglich war hier eine andere Kanone installiert, eine 155er, wie wir gerade gesehen haben. Aber hier steht eine 88 drum. Und jetzt geht es zu den ganz großen Kanonen, die in Kasematten eingebaut sind. Aber wir gucken auf jeden Fall nochmal hier auf die. Aber ich glaube, das ist keine 88, Leute. Guck mal. Ich habe schon viele 88 gesehen, die sind meines Erachtens größer und haben auch eine Höhenrichteinheit und so weiter. Also, ich glaube, das ist keine 88, das ist irgendwas anderes. So, jetzt wird spannend. Jetzt wird das richtig spannend. Was haben wir hier? Und was für eine Kanone? 210 mm Skoda, 33 km. Also auch wieder Beute. Das waren die Geschosse. Also das ist schon krass. Was denn? Die Explosionen waren versehen. Oh. Die amerikanischen Truppen begannen anschließend mit der Vernichtung der deutschen Munitionsvorräte und verursachten versehentlich die Explosion des Munitionsunterstandes hinter dieser Kasematte. Ah. Dieser Unfall kostete Dutzende amerikanischer Soldaten das Leben. Wieso ist das jetzt passiert? Das habe ich nicht verstanden. Wir haben die Batteriestellung hier eingenommen, fanden nur Kriegsgefangene und Verwundete vor. Ja. Und in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni hatte die deutsche Besatzung angesichts der Kommandant der Einheit die Batterie zu verlassen und Rückzug anzunehmen. Und ganz schön sind vorne rücken, wollten die Munitionsvorräte nicht kaputt machen und dann ist der Bunker mit der Munition dahinter hochgegangen und wohl ein bisschen heftiger gewesen als gedacht. Okay, also ich weiß nicht, ob ich es gehört habe. Ich fasse es mal kurz zusammen. Es ist ein Unfall gewesen. Man wollte das eigentlich gar nicht zerstören, aber man wollte die Munitionsvorräte vernichten, damit die halt nicht schießen konnte. Aber grundsätzlich wollte man die instand halten. Und bei der Sprengung oder Beseitigung der Munition ist halt der Bunker zerstört worden. Und das Rohr ist übrigens nur Attrappe. Also vielleicht nicht nur das Rohr, also vielleicht ist das Rohr original, aber nee, das ist nicht, da ist kein gezogener Lauf. Und hier haben wir so eine Telemetrie, die haben wir euch ja in einem anderen Video mal vorgestellt. Mit dieser Optik konnten Entfernungen gemessen werden, die dann durchgegeben wurden an die jeweiligen Stellungen. Und dann hatte man Kurs, Entfernung und konnte dann ziemlich zielgenau schießen. Und hier haben wir noch eine Kanone drin. Hier sieht man sogar noch wunderbar das Fundament. Hier wird wahrscheinlich auch eine andere Kanone drin gewesen sein als die, die wir jetzt vorfinden. Wir gehen da mal runter. Guck mal, da geht es immer noch weiter. Riesig, ne? Ja. So Leute, das ist auf jeden Fall spannend. Also die Bettung ist für eine 155 mm Kanone mit einer maximalen Reichweite von 1900 km gedacht. Bedeutet also nicht für die Kanone, die hinter uns steht. Die verschiedenen Markierungen, die ich euch gleich zeige, rings um die Bettung und die roten Beschriftungen, tragen Namen von Städten, Regionen, Frauen und sogar Göttern. Sie dienten neben einer zur Sonne ausgerichteten Skala als Anhaltspunkt bei Zielen. Die Luftschutzbunker wurden bei der anhaltenden Bombardierung ab April 1944, siehst du, es war also doch kein Urlaub hier, vollständig zerstört. Auch die Batteriestellung ging mehr als 2800 Tonnen Bomben nieder. Am Boden dieser Bettung befindet sich ein 5,5 Meter langer und 20 cm durchmessender Entfernungsmesser, den habe ich euch gerade gezeigt, der beim Freilegen der Anlage gefunden wurde. Dieser diente der Bestimmung des Neigungswinkels vor dem Abschuss der Kanone, also für die Zielermittlung, für die Reichweite. Und jetzt zeige ich euch mal hier, man sieht es leider nicht mehr so gut, aber vielleicht, ne, also da könnt ihr auf jeden Fall noch die rote Farbe erkennen. Und hier hat man die Kanone reingestellt, damit man auch was zu zeigen hat. Aber grundsätzlich, und damit wurde die Munition angebracht, es gab hier ein richtiges Schienensystem und
schau mal hier. Da, ich zeige euch das. Ist der Bunker komplett rückwärtig zerstört. Aber da gehen wir gleich nochmal hoch. Erstmal sammeln wir den Diego ein und gucken, ob wir hier vielleicht doch noch irgendwie eine Schrift oder so erhaschen können. Aber das sieht nicht mehr gut aus. Auch die Regenstellung war komplett übererdet und musste freigelegt werden. Wir befinden uns jetzt im rückwärtigen Teil. Hier war die Munition untergebracht. Und ihr seht, komplett zerstört. Oh, man kann reingehen, oder? Ja, aber nur bis zur ersten Tür. Und dann ist zu? Dann haben die da Holzwand gesetzt, weil der Rest ja weggeflogen ist. Ah. Da hat man Steine vor. Das war damals der Eingang. Hat man jetzt Steine vorgelegt, dass man da nicht reinkommt. UVV wird auch hier in Frankreich trotzdem groß geschrieben. So, mal schauen, was wir hier haben. Folgende folgen uns mal Erika. Auch hier hat es gescheppert, ne? Ja. Unterstand Typ 501. Und guck mal, meine Augen sehen gerade nichts, aber hier sind originale Regale. Oh, hier ist es komplett dunkel, Leute. Das war Unterstand, ne? Unterkunft. Unterstand Typ 501. Ja, das waren die Betten. Die sahen natürlich damals anders aus. Haben wir euch ja schon zuhauf gezeigt. Und hier sieht man noch das Original, also das ist nicht originale Holz, aber da sieht man, dass die damals mit Holz verkleidet waren, Gewehrständer, dass man direkt sein Gewehr nehmen konnte, raus und dann direkt kämpfen konnte. Das hier ist ein Tobruckstand, den zeige ich jetzt mal von oben. Ist ja nicht toll, der Hund. Der ist ja nicht ein toller. Na, Diego, du machst das so gut. So, das ist der Tobruck von außen. Da war in der Regel Maschinengewehr installiert, MG 34, 43, das was man hatte. Und dann konnte hier das gesamte Feld beschützt werden. Was mir hier so ein bisschen auffällt, Leute. Also ich habe jetzt selber als Kind mit Soldaten gespielt. Damals gab es diese Plastiksoldaten. Und hier finden wir selbst für die kleinsten Kinder Bücher über den Krieg. Und Merchandise und alles Mögliche. Und ich stelle mir heute die Frage, war das negativ, dass es damals Kriegsspielzeug für mich gab? Also ich bin jetzt irgendwie nicht kriegsverherrlicht, im Gegenteil. Ich lehne Krieg komplett ab. Finde spannend, was damals passiert ist, weil Geschichte muss erzählt werden, wisst ihr ja bei mir. Und in Deutschland ist, also werden Kinder ja, glaube ich, blöd angeguckt, wenn sie mit Panzer und Kriegsspielzeug spielen. Hier gibt es sogar Kinderspielzeug mit Hakenkreuzen. In Deutschland, glaube ich, unvorstellbar sowas. Ich weiß nicht, wenn wir das unseren Kindern heute verheimlichen oder verweigern, keine Ahnung, wie man das ausdrücken möchte. Ich weiß nicht, was mit den Kindern in 20, 30 Jahren los ist bezüglich der Geschichte. Schwierig. Und schau mal, ich glaube, das war eine 12,8, die wir da draußen gesehen haben. Ja, das war eine 12,8. Oder? Ich weiß es nicht. Schaut mal hier. Also, das sind Kinderbücher, Leute. Spannend.